Hallo Pferdeleute, jetzt hat es ja auf unseren YouTube-Kanälen jede Menge Verwirrung gegeben und wir haben dann erstmal überlegt, wir tun alles in einem Kanal, haben dann auch angekündigt, montags, mittwochs, freitags gibt es ein Video im großen Kanal und bei den kleinen vielleicht nur noch einmal in der Woche. Jetzt ist es aber so, den einen kleinen haben wir schon gerettet. Wir haben auf beiden kleinen ebenfalls die 1000 Abonnenten. Wir haben bloß noch Probleme mit Watchtime und der Kleine hat es geschafft, der kommt automatisch zurück. Und der Turnierkanal ist noch so unser Stiefkind, aber da soll was passieren. Wir werden jetzt in den folgenden Wochen werde ich einige Videos machen, wie man YouTube-Videos bearbeitet und schneidet. Und ebenfalls werde ich auch einige Turniervideos von mir besprechen, wo ich dann eben erzähle, was an diesem Tag so besonders war oder an diesem Ritt so besonders war. Larissa wird im Turnierkanal auch Videos besprechen und wird euch verschiedene Turnierritte vorstellen, zum Beispiel vielleicht auch mal einen erfolgreichen, wie von der German Open mit der Mannschaft, aber auch mal, wo was schiefgegangen ist und warum das schiefgegangen ist. Sie wird euch erklären, wie einzelne Disziplinen gescored werden. Ich erzähle das übrigens deswegen für die Larissa, weil die ist an der Kamera. Ja, es wird also einiges Neues passieren. Ich wiederhole nochmal, im Zirkus und Vlog eine YouTube-Reihe oder eine, wie bediene ich denn, irgendein Broadcaster. Bei Nicola Steiner Horsemanship kehren wir zu den alten Tagen zurück. Die waren immer dienstags und freitags, weil wir jetzt die drei Kanäle ja weiter betreiben. Aber es wird weitergehen mit dem Wir testen den Wiemersweg. Ist zwar eigentlich Zirkus, aber das unterbreche ich jetzt nicht mehr. Und es wird ein Video am Dienstag geben, das ist entweder ein Projekt oder ein Video mit einem Denkanstoß oder vielleicht auch einfach mal, wo wir den Panzer.